Und meine letzten Vorschläge? Männer und Frauen müssen gleichgestellt sein. Und die Ärmsten müssen Gold zum Überleben bekommen. Ausgezeichnet, Marion. Ich bin sicher, deine Ideen kommen beim Großen Rat der Lords gut an. Dank dir erhalten die Dorfbewohner eine Stimme. Danke, Robin. Ich bin so glücklich, dass ich für den Großen Rat ausgewählt wurde. Was ist denn jetzt los? Das ist doch klar. Marion ist in Gefahr. Erkennst du das? Ist das deins? Ich weiß es nicht. Es könnte jedem Mitglied der königlichen Familie gehören. Sie hat recht. Unser Wappen ist allgegenwärtig. Natürlich ist es ihres. Und es wundert mich nicht, dass sie sich mit ihren unverschämten Ideen Feinde gemacht hat. Eine ernste Angelegenheit. Bin ich denn der Einzige hier, der sich Sorgen macht um meine geliebte Cousine? Jetzt beruhig dich mal, geliebter Cousin. Das ist nichts weiter als ein Stück Stoff. Ich habe jemanden aus dem Fenster springen sehen. Ist der von hier aus gesprungen? Der Bösewicht ist entkommen. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ich hab's doch gesagt. Aber ich hab's doch gesagt! Es ist zu riskant, sie zum Rat gehen zu lassen. Er hat recht, Marion. Vermutlich ist es zu riskant. Aber ich stimme vollkommen mit mir überein. Nur im Schloss, in deinem Zimmer, bist du sicher. Aber ich hab keine Angst. Sehr gut, Marion. Hat da gerade jemand was gesagt? Oder war es doch bloß der Wind? Keine Sorge, ich vertrete dich und kümmere mich um deine Projekte. Und um meine eigenen. Ausgezeichnete Idee. Wir gehen kein Risiko ein. John kommt mit. Das ist sicherer. Verdoppelt die Wachen und erlaubt keinem, das Schloss zu betreten oder zu verlassen. Das gilt natürlich auch für Robin. Der Zugang zu eurem Schlafzimmer ist verrammelt, Prinzessin. Es wird euch nichts passieren. So, und jetzt alle raus hier! Ich bringe dir eine schöne heiße Schokolade. Sehr lieb von dir, aber ich will keine. Nein, eine schöne heiße Schokolade und einen großen Imbiss. Das ist jetzt das Beste, um dich aufzuheitern. Ja, aber ich habe eigentlich keinen Hunger. Doch, du hast Hunger. Nein, wirklich, ganz bestimmt nicht. Vertrau mir, Marion. Du hast Hunger. Na gut. Keine Sorge, wir sind früh dran. Tatsächlich? Dann nutzen wir die Gelegenheit und warnen die Dorfbewohner, dass jemand Marion etwas antun will. Ein Bösewicht will Marion etwas antun. Ihr müsst sie beschützen! Ich bin stolz auf dich. Deine Sorge um deine Cousine und dein Einsatz für die Dorfbewohner beeindrucken mich sehr. Komm schon, Flynn. Na los! Scarlett! Psst, sei still, Flynn.
Guter Hund, mach kein Theater. Das ist ein Teil von meinem Pfeil, von dem dir das Geschoss davon abgehalten hat, Marianne zu treffen. Aber das ist Flynns Ball. Das war Ralph. Aber warum wirft er denn einen Ball auf Marianne? Der Prinz wollte Marianne Angst machen, ohne sie zu verletzen. Er wollte sie nur davon abhalten, zum Rad zu fahren. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass da irgendwas faul war. Also habe ich mir etwas überlegt. Ich werde Marianne hier drin verstecken und sie heimlich rausbringen. Wo ist das Mädchen? Guter Hund. Sehr gute Idee. Wir treffen uns draußen. Ich muss in Prinz Johns Gemächern noch was überprüfen. Das ist für die Prinzessin und sie hat sehr großen Hunger. Ich habe all meine Kleidungsstücke durchgesehen. Keins davon ist zerrissen. Das wundert mich nicht. Deswegen werde ich dich auch hier rausbringen. Scarlett, du bist die Beste. Die Prinzessin hat darum gebeten, unter keinen Umständen gestört zu werden. Sie hat schreckliche Tischmanieren. Mal sehen, was sich in deinem Kleiderschrank so alles findet, mein Prinz. Verschwinde, Flynn. Wir spielen später. Sheriff! Robin? Was? Wachen! Fangt ihn! Wird der Bösewicht nie reinkommen. Prinzessin, was tut ihr denn hier? Der Prinz hat uns erzählt, was passiert ist. Ihr seid in Gefahr. Nein, ich bin nicht in Gefahr. Ganz bestimmt nicht. Aber der Prinz hat ausdrücklich zu uns gesagt, dass wir euch auf alle Fälle beschützen müssen. Das ist sehr nett, aber wir sind in Eile. Ich werde vorsichtig sein, versprochen. Lasst uns kein Risiko eingehen. Wir werden euch zum Schloss begleiten. Ja, beschützen wir die Prinzessin. Beschützt die Prinzessin. Na los. Wir werden es nie schaffen. Wirklich? Da lang, mach schnell. Hey, Prinzessin, wartet auf uns. Bleibt bei uns, ihr seid in Gefahr. Hier lang. Halt! Ganz herzlichen Dank. Wir... Jetzt kann der Bösewicht euch nicht mehr finden. Hier seid ihr sicher, Prinzessin. Aber es gibt doch überhaupt keinen Bösewicht. Bitte, ihr müsst mir einfach glauben. Ich laufe schnell zum Schloss, um den Sheriff zu beruhigen. Keine Sorge, das mache ich wirklich gern. Wann wird mir nur endlich jemand glauben? Du denkst, es gibt gar kein Bösewicht. Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Das ist wahr. Und jetzt habe ich den Beweis. Robin! Daher stammt der Stoff, mit dem alles angefangen hat. Das ist Prinz Johns Schlafmütze. Oh, ich muss so schnell wie möglich hier raus. Ich weiß, ich zeig euch den zweiten Ausgang da hinten. Nun, also... Richard und ich haben lange darüber nachgedacht. Und meiner Meinung nach, ich meine unserer Meinung nach, müssen wir die Steuern erhöhen. Und nicht nur ein bisschen.
In der Tat habe ich eine kleine Liste neuer Steuern im Kopf. Majestät! Der Bösewicht war hinter Prinz John her. Das abgerissene Stück Stoff stammt von seiner Kleidung. Und dieser Steinwurf ging ganz genauso in seine Richtung. Sie hat recht. Und ich mache mir ja so große Sorgen um meinen geliebten Cousin. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Hier ist es zu gefährlich für ihn. Wenn du willst, kann ich dich beschützen, bis der Bösewicht verhaftet ist. Nein, ich muss doch nicht beschützt werden. Ich bin kein Mädchen. Ich weiß, wie ich mich verteidigen kann. Komm schon, kleiner Bruder. Die Mädchen haben es geschafft, den ganzen Weg hierher zu kommen. Sie wissen sich auch gut zu verteidigen. Marion wird den Rat mit uns beenden. Wachen! Begleitet Prinz John in sein Zimmer und lasst ja niemanden rein. Nein! Ich will aber nicht! Dann lasst uns fortfahren. Liebe Freunde, ich möchte einige Ideen mit euch teilen, die allen Dorfbewohnern...